Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 A Thief's End. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier durch diese ganzen Klippen und alles von da hinten unseren Weg bereitet und haben dann hier, ich komme gar nicht hier rum, eine Höhle gefunden. Ungefähr dort. An der Klippe gibt es keinen Weg. Gut, dann landeinwärts. So konnte man die jetzt aber nicht gut sehen. Also die da hinten zwischen unseren Köpfen, da müssen wir auf jeden Fall hin. So, und er meinte, dass wir landeinwärts gehen müssen. Das heißt, wir werden uns mal, denke ich mal, hier rum einen Weg bahnen. Ja, das sieht gut aus. Los. Aber wieso habe ich meine Waffe jetzt? Oh. Mensch. Oh. Entschuldigt, dass ich jetzt wieder so leise bin. Aber, ja. Da kann ich mich aber vermutlich nicht einfach so durchschmuggeln, oder? Ich weiß. Der Sturm kommt näher. Kommt der hier rein? Du warst zu lange im Südsudan. Ich bin eben Warmblüter, ihr Reptilien. Ach, der kann gar nicht hier reinkommen. Ha, muss man drüber springen. Oh, das ist ja scheiße. Ich glaube, da bleibt mir nichts anderes übrig, oder? Ja, der hat mich noch nicht gesehen. Ich könnte hier links rumspringen, sehe ich gerade. Nein! Hä? Okay. Ich dachte gerade schon. wo kommt der denn jetzt auf einmal hier auf der anderen Seite? Da oben ist ein Fass. Kann ich hier noch hochklettern, damit ich ein bisschen was mehr sehen kann? Oh, das ist schön. Ah, sehr geil. Dann sind wir hier oben. Dann sind wir hier oben. Junge, kannst du das nicht machen? Du machst das doch immer so gerne. Könnte jetzt hier oben das TNT-Fass, also ich nehme an, dass das TNT ist, kaputt machen. Also er möchte es offensichtlich nicht machen. Ich kann verstehen, warum. Weil die gucken nämlich immer so in die Richtung hier. Dreh dich um, dreh dich um. Jetzt hat er sich umgedreht, jetzt kommt er aber nicht zu mir. Was ist das für ein Vollpfosten? Okay, wir gucken nochmal. Ansonsten schauen wir. Ich würde das gerne machen, ohne jetzt hier groß Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ich vermute, dass das wohl eher nicht geht. Die andere würde mich sehen jetzt, ne? Der guckt mich immer an, wenn er hier ist. Was ist das für ein Idiot? Oh. Du siehst mich nicht. Ich stehe zwar hier ganz offensichtlich, aber du siehst mich nicht. Ich sehe mich wirklich nicht. Das ist gut. Das ist schlecht. Können wir von der anderen Seite hier. Sehe ich jetzt gerade. Oh, oh, oh. Da ist einer. Da ist einer. Du sollst da hinspringen. Alter, ernsthaft? Das ist nicht die Höhle, oder? Könnte ja sein, dass wir hier direkt... Ist da oben der Eingang zur Höhle? Das sieht mir nämlich so aus. Oder ist es weiter unten? Gucken, ob wir hier... Wahrscheinlich kommen da auch welche rum, ne? Oh, was haben wir denn hier? Oh. Junge, musst du mich so erschrecken?
Nein, du hast mich nicht gesehen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das so gut ist, wenn wir da hinschleichen. Ich weiß halt nicht, wo wir jetzt genau hin müssen. Eigentlich müssen wir da oben hin, oder nicht? Ist da hinten? Moment mal. Oh ja, bloß nicht. Ey, was ist das für ein Pfosten, ganz ehrlich. Was ist das für ein Pfosten, dass der den da nicht runterzieht? Komm schon, Bru, zeig dich. Wer ist Bru? Ich kenn kein Bru. Ach, du Penner, dreh dich doch endlich um. Von da hinten ist jetzt aber keiner mehr. Doch, da oben ist noch einer. Komm raus, mach schon. Leute, bewegt euch doch mal. Euer Ernst jetzt? Sie sind da rüber. Bewegt dich, durchsucht das Gebiet. Ich mich jetzt erschrocken. Sonst irgendwer. Wo ist der hin? Okay, wo ist der Arsch? Danke. Ich finde dich schon. Das ist eine coole Taktik, wenn die jetzt alle nach hier ins Gras kommen. Können die alle ins Gras beißen? Geht er da runter? Nee, ne? Alter, schreck mich nicht so. Hallo, wo seid ihr? Nein. Es hat sich angehört, als ob der in meine Richtung kam. Was da vorne? Was? Was, was? Ich kann doch gerade... Da ist er doch. Ja, komm. Komm. Komm runter. Los. Oh, was bist du für ein Lutscher? Hier ist nichts. Irgendeine Idee? Nichts. Schau dich mal um. Okay. Spring mal runter. Die dann zu dumm dazu sind, sich zu bewegen, ne? Oh, da sind drei Leute. Oh, oh. Jetzt springt er da runter. Nee. Ich dachte gerade schon. Aber gut zu wissen, das sind die drei von hier oben, die wir eigentlich ausschalten müssten. Ich komme aber so nicht auf die andere Seite hoch, ne? Jetzt rennt er wieder weg. Jetzt! Ernsthaft! Jetzt gehst du da runter? Wo zum Teufel ist er hin? Da, wo du auch hin solltest. Aber du wolltest ja nicht. Du Vollpfosten. Kann man von da auch hoch? Nee, da kann man einen sehen. Ach, du warst das. Komm hoch. Komm zu Mama. So
soweit alles sauber. Wie sieht's bei dir aus? Alles sauber bei mir. Okay, du suchst da drüben, ich gehe hier lang. Roger. Ja, das heißt, ihr kommt jetzt gar nicht mit mir mit, oder was? Ich wollte euch auch noch umbringen. Ach, dann halt nicht. Da oben war noch einer, oder was? Hey, Vorsicht. Die könnte nach der Explosion instabil sein. Söldner. Aber Rafe weiß es eigentlich besser. Hey, Sam, hilf mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Okay. Dann tut es mir leid, ja super. Siehst du? Kein Problem. Hat der das extra so angezeigt, da mit der Ecke? Da war aber nichts, ne? Nee. Wie, wo steckst du? Woher soll der mich jetzt gesehen haben, bitte? Wo muss ich denn hier überhaupt hin? Jetzt muss ich erstmal gucken. Da kann ich nicht hoch. Da unten ist was Rutschiges. Aber auch nichts zum Festhalten, wenn ich das hier richtig sehe. Wie komme ich denn da hoch? Sind die vielleicht hier hoch? Alter! Ernsthaft? Es läuft hier einfach so rum. Oh, nein! Später, Jungs. Du sollst mir ja auch nicht hinterher springen. Ich bin nur abgerutscht. Beziehungsweise ich bin ja nur aus Versehen hier auf die falsche Taste gekommen. Find ich schon. Na komm. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir erstmal abwarten, bis die beiden weg sind, ne? Theoretischerweise könnten wir die umbringen. Aber dann werden wir wahrscheinlich die anderen aufschrecken. So, jetzt kommt er hier durchgerascht. So. Ich wollte hier nicht runterspringen. Du guckst jetzt da so komisch in die Ecke. Kann man da irgendwas machen? Hier kann man ja eigentlich nur rutschen, wenn ich das richtig sehe. Oder rutschen wir da. Ah. Ah, okay. Ja, alle können sich festhalten. Nur der Herr Meisterdieb kann sich nicht festhalten. Ich liebe es, solche Sachen nochmal zu wiederholen. Na los. Haut ab. So. Ich muss doch abspringen, wenn das helle... Na gut, vielleicht habe ich es auch nicht gepackt, weil der da von der falschen Seite dran war. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Genau, machen wir das mal vor. Später, Jungs. Ich habe anscheinend irgendwie einen blöden Punkt erwischt eben oder so. Keine Ahnung. Es wäre jetzt doof, wenn jetzt hier Leute wären. Sieht aber erstmal nicht danach aus. Hier runter folgen sie uns niemals. Wir müssen uns beeilen. Sicher? Ich bin mir da nicht so sicher. Hier genug. Nicht fragen, einfach dranhängen. Sei bei denen super vorsichtig. Das sieht ja mal geil aus unten mit dem... Aber ich frag mich jetzt ernsthaft, wie das Schiff bitte da reingekommen ist. Oh, hey, da unten. Alte piratenmäßige Schiffe. Das sieht alles gut aus. Sehr gut.
wollte gerade sagen, ich hoffe, der zielt automatisch, wo der hinspringen soll. Oh, Mist! Weißt du noch? Super vorsichtig. Danke. Okay. Ich bin immer super vorsichtig. Ich mache auch nichts kaputt. Was haben wir denn für einen Tagebucheintrag? Ach so, wegen dem... Okay. Okay. Mal gucken. Vielleicht ist hier oben ja noch ein Schatz oder sowas. Ich finde das blöd. Moment. Doch. Hä? Hätte ich da doch was kaputt machen können zwischendurch? Ich bin mir nicht sicher. Oh, ich bin mal nicht. Der Sturm wird stärker. Wie sieht's aus? Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lasse für euch das Licht an. Okay, ich melde mich. Ja. Jetzt kann er nicht mehr boxen oder was? Willst du mich veräppeln? Ja, jetzt kann er wieder. Aber anscheinend nicht gegenüber die Sachen. Keine Ahnung. Die Frage ist jetzt, wir gehen in die Höhle. Heißt wahrscheinlich nicht, dass wir nach unten gehen sollen. Können wir nach unten gehen oder kommen wir da nicht mehr hoch? Ich will es gerne mal probieren. Ich dachte, der kackt jetzt wieder ab, dass er jetzt stirbt wegen den paar Meter. Ach so, Moment, von unten sind wir gekommen. Guten Morgen, liebe Gameplayerin. Das sah von oben irgendwie ganz anders aus. das ist keine Höhle. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, hier wahrscheinlich... Ach so, Moment. Hier ist die Höhle. Schornsteine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Okay. Das ist eine Spalte. Komm, können wir da durch? Hier durch. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Gruselige Dismas-Statuen? Na klar. Steinstufen? Na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Lass mich doch mal da durch. Ich wollte... Jetzt kommen wir nicht mehr raus, oder? Na? Nein, wir kommen da nicht mehr durch. Scheiße. Ich wollte eigentlich da hinten in der Ecke nochmal geguckt haben. Ich meine, kann ja überall ein Schatz rumfliegen. Soll das Wasser sein? Das sieht so komisch aus. Oh, ist das eine Tür? Sieht ganz danach aus. Hier, sieh dir das an. Etwas glitschig. Meine Finger! Du hast einen Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand. Dann kriegst du einen Haken. Oder jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Two? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Two starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Twos Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Ja, und damit sind wir dann bei Kapitel 9. Wer würdig ist. Das klingt danach, als ob das jetzt hier noch was länger dauern würde. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier einen Cut machen soll.
weil ich gerne jedes Kapitel in einem neuen habe. Allerdings haben wir nicht allzu viel gemacht. Wir sind ja im Endeffekt nur ein bisschen rumgeschlichen und so. Deswegen mache ich erstmal einen Tagebucheintrag. Was glaubst du, wer diese Typen sind? Die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Two will uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Zum Glück. Da sind wir reingekommen, ne? Hier geht's einmal runter, da geht's weiter. Geht's da in den gleichen Raum? Ja, aber da kommen wir nicht weiter. Okay. Ach, geh mir doch mal... Junge, Alter! Du gehst mir so auf den Sack, ganz ehrlich. Wie kann man so eine dämliche KI programmieren, die sich ständig in den Weg stellt? Oh, hier kommst du nicht durch, hier kommst du nicht durch. Okay, sie hält. Los. Kommt drauf an, wie oft man da drauf springt, nehme ich an. Ja doch, es sollte wohl Wasser sein. Nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. Oh nein. Ich habe jetzt noch Steine im Schuh vom Rutschen. Okay, dann gehe ich schon mal vor. Okay. Ja. Ich auch nicht. Ich verstehe dich gerade auch nicht. Warum weiht er einen anderen Piraten ein? Vielleicht war der für ihn Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschickt. Ja, vielleicht hat Tu den Schatz eingesackt. Sag das bitte nicht. Ja, wir werden es bald herausfinden. Okay, da hinten. Können wir aber nicht rüberspringen, nehme ich mal an, ne? Ich denke mal, dass wir hier auf der Seite weiter... Ich bin mir nicht sicher, ob das der Weg ist, wo wir hergekommen sind. Wenn man da immer so dreht und die Richtung dauernd ändert. Das sieht ja mal geil aus. Also zurückgehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Ach so! Ich dachte, das ist noch die Filmsequenz. Okay. Raffiniert, kann man wohl sagen. Sieht geil aus, ne? Ich habe aber keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ja, ich ziehe nur schnell die Hand da raus. Oh. Himmel. Ein ziemlich ausgeklügelter Test oder Prüfung. Ja. Und der Typ hat wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Okay. Da unten, da ist etwas. Ein Eimer. Okay. Was jetzt? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Es sind überall Sonnenstrahlen. Vielleicht ist der Eimer dafür da, weil ich gerade kotzen möchte. Kann man die Dinger nochmal bewegen? Nee, ne? Hier ist auch kein Brunnen oder sowas in der Art. Achso, Moment, hier ist Wasser. Eimer voll. Gut, gib ihn mir hoch. Nö, du kriegst den nicht. Ich stelle ihn zurück auf das große Rad. Könntest du vielleicht warten, bis ich oben bin? Ich weiß ja nicht, ob hier unten plötzlich alles voller Wasser steht dann. Ah. Hey, mal sehen, wofür die Räder sind. Okay. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas. Ach, der muss nach links. Hä? Wie soll das denn gehen? Nein. Ach so, den kann man... Ah, okay. Dann verstehe ich das andere jetzt aber nicht. Oder wird dann da das Rad gedreht? Ah, tatsächlich. Okay. Also, schwarze nach links und das große, denke ich mal, ist Jesus. Hat er wahrscheinlich jetzt gerade gesagt, aber ich habe es nicht mitbekommen, ehrlich gesagt.
Aber die müssen direkt nebeneinander sein. Wir können es aber auch theoretisch anders machen. Nämlich, wenn das so funktioniert, wie ich das denke, sollte es eigentlich andersrum drehen. Nein. Oh, ja, ich wollte doch nur rausgehen, Mann. So. Das Ding drehen wir jetzt zweimal so, sodass da nichts von gedreht werden kann. Dann drehen wir das einmal hier auf die richtige Stelle. Na, oh. Ey, ja, ich habe schon verstanden, dass ich mit B abdrücken muss. Mit B abdrücken muss, genau. Abbrechen muss, meine ich. So. Und jetzt? Jetzt sag mir bitte nicht, Jesus sollte nach oben. Moment, ich guck mir noch mal eben den Eintrag. Achso, doch. Ist was links von Jesus? Guckst du von vorne oder von hinten drauf? Von vorne. Dann war er links. Okay, das habe ich auch. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich denke, das Schwarze muss nach links. Boah, ernsthaft. Nein. Das ist nicht euer Ernst hier. Obwohl, nee, warte mal, wir könnten das auch. Dreht sich das dann überhaupt? Moment, ich will mal einmal was ausprobieren. Genau, dann ist der nämlich auch weg, ne? Nee, das ist ganz doof dann. Also, das Schwarze jetzt, ja, bleibst du dabei? Das Schwarze auf die rechte Seite. Na toll. Okay. Dann drehen wir das einmal so. Wo ist denn das obere? Da ist das obere. Dann. Ah ne, das obere kann ich nicht drehen. Ich müsste das dann erstmal drehen. Dass ich das aus dem Kreis raus habe. Ah, dann das Schwarze erstmal nach unten. Beziehungsweise. Einfacher wäre es wahrscheinlich, wenn wir das hier lassen. Und das einmal. Nee, nee, nee. Das wäre vielleicht doch nicht einfacher gewesen. Aber egal. Das machen wir jetzt hier hin. So. Und das so. Und das war's? Du könntest am Hebel ziehen. Könnte ich. Und dann haben wir keine Hand mehr, oder was? Nathan, Nathan. Bist du dir ganz sicher? Nö. Bis gerade schon. Ja. Weiß, Jesus, schwarz, rechts. Also eigentlich muss es richtig sein. Wenn, vorausgesetzt, Jesus ist das große Kreuz, wovon ich mal ausgehe. Ich weiß nicht, was da oben ist, warum das da frei ist. Ach, oder... Moment, oder soll der Eimer nach oben? Was, wenn jetzt der Eimer nach oben soll? Und der mich deswegen jetzt gefragt hat. Ah, fickt euch, Leute, ehrlich. Ich glaube ernsthaft, das ist der Eimer. Moment. Das ist das? Das wird ja nicht mitgedreht. Nee, das wird nicht mitgedreht. Ja. Verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Okay, das muss es sein. Finden wir es raus. Wir? Ziehst du dann am Hebel? Okay, er sagt nichts mehr. Kleinen Drecksäcke.
wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Bitte, was? So hat es sich angefühlt, da reinzugreifen. Als ob dein Gehirn drin war, man ein Auge gefühlt hat oder nasse Katze. Manchmal, glaube ich, ist es doch ganz gut, wenn man da in die Dinger nochmal reinguckt. Ist geil. Okay, ich denke mal, springen sollen wir jetzt nicht. Hier oben kommt man auch rum. Steinplatten, denke ich mal, sind immer gut. Oder habe ich jetzt hier einen Schatz oder sowas übersehen? Ich gehe nochmal kurz gucken. Moment, da will er jetzt aber auch hin. Nee, aber da lag jetzt auch nichts. Keine Ahnung, warum er jetzt hier steht. So. Müssen wir jetzt hier ewig immer wieder im Kreis drehen? Oder kommen wir irgendwann auch nochmal... Da oben können wir weiter. Ich denke mal... Ja, hier nicht. Kommen wir irgendwann nochmal im Ziel an, das würde ich sagen. Ja, da denke ich mal so hin. Es wäre schön, wenn auch ein bisschen... Hui! Da können wir hoch. Da sollen wir offenbar okay. Auch hoch. Oder auch nicht. Brücke. Jetzt kann ich nicht mehr zur kaputten Brücke gucken. Scheiße. Nein. Komm, ich helfe dir hoch. Ich komme. Okay. Ich habe hier oben was für dich. Was denn? Versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer da zu kommen. Echt jetzt? Gute Idee. Die meint er, ne? Auf der Seite. Hallo. So. Das wäre doch gelacht. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Hallo? Moment, da ist doch... Muss ich nicht da rein? Aber er sagt mir nach links. Das ist einem echt nicht leicht, oder? Du willst mich verarschen, oder? Das war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Mal sehen, was hier drin ist. Also doch da rein. Das sah aber so zu aus irgendwie. Mhm. Hey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf deinen. Ja, ich passe auf meinen. Und auf. Sie hat ach, Ratten, jetzt? Keine Fledermäuse. Hier lang. Ich sehe ah, ihr nicht. Süßen. Hallo. Lauf doch nicht weg. Oh, Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Achso, ich wollte gerade sagen, wo sind die hin? Was macht denn jetzt? Leuchtet die Wand an. Okay. Ja, kein Thema. Ich gehe dann so lange mal hier oben gucken. Wir können darüber springen. Ob wir das machen sollten, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja. Hallo. Achso. Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war.
nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte. Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte, für den Fall der Fälle. Die Auktion war die sauberste Art, das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig.